Das Trackpad kann ja immer mehr auf dem Mac. Und die meisten Leute machen das nur mit einem oder dann vielleicht mit zwei Fingern. Aber bei Apple kann man einiges mehr. Und das wird hier sehr schön dargestellt. Zum Beispiel, was ich sehr viel brauche, ist das da, Daumen und drei Fingern, dass ich auf den Schreibtisch gehe. Sieht dann so aus, ich gehe auf den Schreibtisch, wieder zusammen. Immer das Gegenteil bringt es wieder. Oder auch ins Loungepad gehe ich öfters. Das ist dann verkleinern und wieder vergrößern. Das ist sehr gut. Was ich auch schätzen gelernt habe, ist im Internet, im Safari mit den drei Fingern. Also ich habe hier eine Liste mit ganz vielen Internetseiten und jetzt kann ich natürlich hier auf so einen Link klicken und das geht mir in einem neuen Tab auf. Zum Teil interessiert mich nicht alles so genau, aber das könnte mich interessieren. Mit drei Fingern klicken. Und es geht eine Vorschau auf. Und diese Vorschau, das habe ich sehr, sehr schätzen gelernt. Also durchgehen, das interessiert mich, drei Finger klicken und es geht nur eine Vorschau auf. Natürlich kann ich da jetzt klicken und die Seite geht wirklich in einen neuen Tab auf. Auf jeden Link mit drei Fingern draufklicken und Sie haben eine Vorschau.